Was passiert eigentlich, wenn ich mit einem getönten oder verspiegelten Visier in der Dunkelheit unterwegs bin? Das ist ziemlich gefährlich, weil du mit dem getönten Visier ja in der Dunkelheit schlechter siehst und damit dich und andere in Gefahr bringst. Oh je. Ja, das stimmt. Welche Strafe wird mich denn erwarten? Helme mit getönten oder verspiegelten Visieren sind nur am Tage erlaubt. Damit bist du in der Dunkelheit mit einem nicht geeigneten Helm unterwegs. Das kostet eine Strafe von 15 Euro. Ah, okay. Das ist ja gar nicht so teuer. Ja, das stimmt. Das war aber auch wirklich nur die glimpflichste Lösung. Denn im Falle eines Unfalls bekommst du aufgrund des getönten Visiers bei Dunkelheit mit großer Wahrscheinlichkeit eine Teilschuld, auch wenn du sonst gar nichts für den Unfall kannst. Oh, das will ich wirklich nicht. Nee, eben. Deswegen sollten wir auf jeden Fall vermeiden, mit getönten oder verspiegelten Visier in die Dunkelheit zu geraten und sonst besser an solchen Tagen aufs klare Visier mit innenliegender Sonnenblende zurückgreifen. Hast du jetzt noch eine weitere Frage?